Coach, es tut mir leid, dir das wahrscheinlich schlimmste Interview deiner Karriere nicht ersparen zu können. Was ist hier heute genau passiert? Also es war ein schwerer Gegner. Ich finde, dass wir weit unter unseren Möglichkeiten bleiben im Moment. Und natürlich ist das erstmal jetzt in dem Augenblick sehr enttäuschend. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form in dieses Spiel gefunden hat. War die Last, der Druck, alles das, was wir vorher gedacht haben, dass das irgendwie auch jetzt weg sein könnte, dann doch noch so präsent? Ich denke, wir haben den Ball gut nach unten gebracht für eine lange Phase. Wir haben auch zum Teil sehr, sehr gut verteidigt. Dann hat man wieder Phasen, wo man die Nerven doch sehr, sehr, sehr gespürt hat. Und das ist so ein Spiel, wo es um alles geht. Das kommt vor, dann muss man versuchen, dann natürlich am Ende mit einem zu gewinnen. Wir haben das Spiel verloren, das ist natürlich jetzt bitter, aber müssen wir durch. Gab es irgendwie keine andere Möglichkeit in der zweiten Hälfte? Also es war ja klar, dass es, auch wenn der Rhythmus nicht da ist, dass es andere Möglichkeiten gibt, also mit der Brechstange sozusagen es zu versuchen. Ja, ich fand, die Brechstange haben wir ja probiert. Also wir haben den Ball immer nach unten gebracht und waren da ja auch ganz erfolgreich. Unsere Würfe, dann haben die natürlich auch viel zugemacht hin. Die Würfe von außen überhaupt nicht gefallen. Und da ist natürlich schwer zu gewinnen. Und dann hatte ich den Eindruck, die Dominikanische Republik hat so ein paar halt eben getroffen, die das Ganze dann noch enger gemacht haben. Und wir haben uns dann wieder ein bisschen zurückgekämpft. Und ja gut, also am Ende hatten wir einen Drive mit Dennis zum Korb das wäre der Ausgleich gewesen. Jetzt für eine tiefere Analyse ist natürlich noch zu früh, aber war der Hype vor der WM zu groß? Na gut, also wir haben jetzt diese ersten zwei Spiele nicht so gut gespielt, wie wir, glaube ich, können. Das ist sicherlich festzuhalten. Aber die Spieler, glaube ich, haben sich sowieso nicht so daran aufgehalten, wie groß der Hype jetzt ist. Wir haben versucht, unsere Sachen zu machen, uns gut vorzubereiten. Alles zu geben, das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Also die waren sicherlich alle mit ganzem Herzen hier dabei und sind alle jetzt sehr enttäuscht. Die Basketball-WM in China. Jedes Spiel live und kostenlos für alle. Exklusiv bei Magenta Sport.